Das 2021er Modell von Sunlight T69LC. Und was Sie gleich erleben werden, ist wirklich quasi etwas, was der Deutsche eigentlich nicht mag. Wenn er es aber erklärt bekommt, es auf einmal ganz cool findet. Und das ist nämlich ein französisches Bett. Denn ich habe immer so das Gefühl, dass die Deutschen immer nur auf Längsbetten hinten stehen mit allen drum und dran. Aber das Raumgefühl, was man kriegt mit französischem Bett, das ist phänomenal. Ich grüße dich, Marco. Hallo. Ja, wir stehen in Wittlich. Genau, richtig. Trendfahrzeuge heißt euer Unternehmen. Euch gibt es schon lange? Ja, schon seit 10 Jahren, aber auch, sage ich mal, in einer anderen Form, nicht mit Reisemobilen. Da sind wir jetzt so ungefähr 5 Jahre. 5 Jahre. Die Reisemobilbranche ist ja 2020 explodiert. Sunlight, eine gute Marke. Habt ihr viel Stress in der Werkstatt? Ja, das auch. Vor allen Dingen Umrüstungen oder Neufahrzeuge, die noch das eine oder andere dazu bekommen. Da sind wir auch komplett ausgebucht. Ich dachte jetzt Stress in der Werkstatt, dass ihr viele Probleme habt mit dem Auto. Nee. Nee, das gar nicht. Okay, nee, gar nicht. Nee, gell? Nee. Wenn du es gerade nochmal sagst, weil ich habe gerade Schreck bekommen, ja, das auch, habe ich Stress in der Werkstatt. Nee, Umrüstungen heißt, ihr macht zum Beispiel jetzt oben drauf mal eine Solaranlage oder macht mal Lithium rein. Genau, richtig. Also Lithium, Solaranlage, Truma Duo Control, also das heißt automatische Gasflaschenumschaltung, solche Sachen werden halt gerne noch dazu genommen. In den Kastenwagen findet man immer öfter die, ich sag mal, Dieselversion der Truma. Das hat sich bei den Wohnmobilen nicht so durchgesetzt, oder? Bei den großen, die machen immer noch Gas. Genau, hier ist immer eine Truma 6 drin mit Gas. Teilweise gibt es die Option auf E. Ich sag mal, mit dem Gedanke auch ein bisschen ökologischer zu sein und dann auf, sage ich mal, Lithium mit Solar zu gehen, dann ist man mit der Truma 6e dann auch, denke ich, besser bedient wie mit der Diesel-Variante. Ja, der Vorteil ist hier, ich habe eine echt gute Verarbeitung. Ich habe oben eine Schiene, das ist also jetzt nicht nur an den Punkten irgendwie angesetzt, sondern die Tool ist bereits montiert, wenn man das will. Genau, richtig, das ist optional, das kann man sich aussuchen, ob man die direkt von Werk montiert haben möchte. Hier vorne sieht man, es ist recht reparaturfreundlich. Ich habe insgesamt, ich gucke mal gerade, 1, 2, 3 Teile, die ich hinten zerstören kann, einzeln. Genau, richtig. Dann ist dann im Prinzip immer nur, wenn man eine Ecke aneckt, ist ein so ein Teil plus Aufkleber fällig. Die Lampen bekommen da meistens keinen Schaden. Dann liegt man, glaube ich, bei 150 Euro, wenn man so. Echt? Das geht? Oder vielleicht 250. Dass sich da keiner mal festnagelt dran. Die Rückfahrkamera sehe ich jetzt nicht. Ist es möglich, die nachzurüsten? Ja, genau. Also hier haben wir meistens, also die kommt einfach auch an dieselbe Stelle, wo jetzt die Bremsleuchte ist. Und das bestellen wir meistens ohne. Da kann der Kunde sich noch aussuchen, welches Navi möchte haben. Okay, das geht aber. Das ist gar kein Problem. Das heißt, die meisten wollen eine Rückfahrkamera. Das wird dann festgelegt, wenn der Kunde sein Fahrzeug kriegt. Genau, richtig. Da liegt dann schon die Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera. Da muss man die nur noch hinten mit eventuell mit Adapter anschließen. Das liegt schon alles da. Das heißt, das brauche ich jetzt nicht noch dreimal nachziehen. Genau, richtig. Das liegt schon. So, wir machen mal hinten auf. Eine Thule Omnistor ist drauf, eine ordentliche. Und ja, eine große Heckgarage. Das ist jetzt die Version, ich habe es schon entsprechend vorweg gesagt, mit dem Queensbett, mit dem französischen Bett. Und trotzdem ist die Garage recht groß. Genau, trotzdem ist die recht groß. Das ist natürlich auch irgendwo immer mal, dass es in Richtung Einzelbetten geht, ist die Garagengröße. Aber auch hier bekommt man, sage ich mal, ein Fahrrad rein. Da muss man halt eben, sage ich mal, die Räder abmontieren, damit das noch funktioniert. Oder halt eben den Fahrradständer nutzen. Das heißt, wenn ich ein E-Bike habe, vorne das Vorderrad weg, dann geht es auch rein meistens, oder? Genau. Ich habe die Zoösen mit drin. Ich habe einen ordentlichen Boden. Das ist hier so entsprechende Siebdruckplatte. Die ist, glaube ich, unkaputtbar. Das kriegst du nicht so leicht kaputt. Genau, also das ist robust, wenn man da jetzt noch ein bisschen Anti-Rutsch drauf macht oder so, dass es nicht so, sage ich mal, Teile hin und her rutschen, dann hält das. Und hier vorne habe ich noch einen richtig großen Stauraum. Du kommst aus der Technik, ja. Das heißt, hier ist ja das Bordwerkzeug drin vom Fiat Ducato. Jetzt haben wir hier eine besondere Version, das 9-Gang-Automatikgetriebe von ZF aus Saarbrücken. Ich glaube, das hat die Welt bei Ducato maßgeblich verändert, oder? Denn viele fragen nach Automatik. Genau, richtig. Wir haben immer ganz gerne gesagt, mit dem alten Getriebe ist man Stammkunde bei Fiat. Und wir haben die Fahrzeuge lieber mit Schaltgetriebe auch für unsere Bestandsfahrzeuge genommen. Jetzt geht der Trend aber in eine andere Richtung, genau. Genau, das ist nicht ganz billig, aber das Fahrverhalten vom Motor, das Drehmoment, also dieses Getriebe ist wirklich phänomenal. Die Leute, die es haben, die berichten wahre Wunder, oder?
Ja, es ist halt eben, sage ich mal, altbewährte Technik, die auch wirklich funktioniert. Und dann kann man entspannt in den Urlaub fahren. Und auch wenn es mal in den Stau reingeht, ist man entspannt unterwegs. Einfach rollen lassen. Die Leichtmetallfelgen sind hier dabei? Genau, die sind jetzt hier bei dem Fahrzeug dazu. Das ist relativ gut ausgestattet, auch mit Rahmenfenstern schon. Ich zeige es mal gerade hier vorne, die sind bündig. Das heißt, die machen etwas weniger Windgeräusche als die aufgesetzten Fenster. Wenn du gerade so lieb bist, hier mal zumachst, dann schauen wir uns mal gerade die Optik an von der Seite. Ja, Sunlight. Man kennt das ja oft aus der Vermietung. Ihr habt auch selbst eine Vermietung bei euch? Genau, wir sind auch mit Rennpartner und haben dann so die gängigsten Grundrisse auch in der Vermietung. Der ist neu. Der hier ist neu, genau. Der ist tatsächlich gestern hier auf den Hof gekommen. Wir haben jetzt gerade mal ein Preisschild dran gehangen und 360 Grad Innenaufnahmen gemacht und das war's. Da war noch kein Kunde drin. So, ich zeig's mal gerade. Hier steht da, das ist der 2021er T69LC inklusive Automatik, großen Kühlschrank, Markise und 140 PS Motor, der auch wirklich langt. Man muss sagen, der geht gut, oder? Ja, also ich sage da auch immer wieder, weil viele Richtung 160 tendieren bei so einem 7,40 Meter Grundriss, wie wir hier haben. Aber der 140 PS, der fährt sich einfach spritzig, auch vor allen Dingen in Verbindung mit dem Automatik. Ja. Das Automatikgetriebe macht auch wirklich Drehmoment. Das schaltet, so schnell kann man, glaube ich, gar nicht schalten. Ein 9-Gang, das ging ja sowieso nicht. Und ich selber fahre eine 8-Gang ZF-Automatik in einem großen Fahrzeug und muss sagen, das merkst du nicht. Die ist ruckelfrei, da ist wirklich butterweich, oder? Ja, genau. Wie gesagt, ZF Sachs wissen schon, was sie da machen. Vorne großes Panoramafenster, das sehen wir gleich mal innen. Ist das sehr laut, das Fenster, während der Fahrt? Nee, gar nicht. Also, sag mal, das haben die ja jetzt schon seit mehreren Jahren und da gibt es eigentlich wenig Probleme mit. Ich sag mal, auf lange Sicht gesehen gab es da vielleicht mal Probleme mit Dichtigkeit bei verschiedenen Herstellern. Aber hier ist jetzt uns eigentlich nichts bekannt bei unseren Kunden. Landstrom ist hier, wenn du mal kurz aufmachst. Die übliche Steckdose. So, und dann gehen wir mal kurz auf die andere Seite, dass wir dann noch sehen, was haben wir da alles. Das Gas ist wo? Das ist auf der anderen Seite auch. Im Prinzip ist der Gaskasten hier bei dem Fahrzeug in der Garage. In der Garage, ich habe ihn gar nicht gesehen. Gut versteckt, oder? Ja, wenn man ein bisschen drauf geachtet hätte, eben hätten wir uns erahnen können. Ja, das war ja nicht... Ah, da, nee, hätten wir gar nicht. Die Tür war gar nicht offen. Das ist der... Gut gemacht. Das heißt, gut, jetzt ist hier eine Kante mit drin. Es gibt Alugasflaschen, sind zwar nicht ganz billig, aber viel leichter. Genau, richtig. Also wenn es Gewichtsprobleme gibt, dann kann man da natürlich auch noch ein bisschen was einsparen. Ja, man kann ja auch nur mit einer Flasche fahren. Also man kann sogar im Sommer eine kleine reinmachen. Ist oft so. Aber obwohl es zum Duschen und so, warmes Wasser und so, die... Gut, wir gehen am besten mal rein, schauen uns das an. Das ist aber kein Problem, jetzt eine Du-Control-S oder sowas dran zu machen. Das macht ihr. Genau, das ist kein Problem. Deswegen, das bestellen wir eigentlich selbst von Werk mit, wenn es kein Kundenfahrzeug ist, weil dann kann der Kunde sich das einfach aussuchen, ob er das jetzt noch haben möchte oder nicht. So, der hat Strom? Bitte? Der hat Strom. Ja, schon. Die meisten, die frisch auf den Hof kommen, die ich kenne, die kann man gar nicht anschalten. So, wir gehen mal rein. Hier der Boden ist ganz nett. So Kleinigkeiten, die ja schon normal sind. Ich habe hier eine große Leiste nochmal drin. Ein Fliegenschutzgitter, wenn du mal so lieb bist, dass du das mal zumachst. Das mal sehen, dass auch leichtgängig ist. Gut, ist ja noch neu. Mal schauen. Ja, wie gesagt, da war noch kein Kunde drin, ist auch nicht aufbereitet oder so. Das Fahrzeug, das kam so gestern vom LKW. Wie scharf. Hier vorne sind noch die Folien drauf. Hier vorne habe ich einen großen Spiegel mit drin. Da hast du dann die zentrale Lichtanlage. Das ist nun wirklich sehr einfach zu bedienen hier, oder? Das zentrale Panel. Genau, richtig. Das ist hier auch Schautelektrik mit Überspannungsschutz, sage ich mal ganz normal, wie auch in anderen Hümer-Fahrzeugen. Dann halt eben mit dem etwas schlichteren Panel, aber das reicht völlig aus. Ja, ich liebe dieses Heizungsmodul, weil ich bin nicht der Schlauste. Und man kann hier bei dem Heizungsmodul, was willst du mir zeigen? Ja, du willst auf dieser... Die Wasserhähne zumachen. Die Wasserhähne waren offen. Genau. Jetzt. Immer darauf achten, nicht die Pumpe zerstören. Genau, sonst läuft die trocken, oder? Genau, richtig. Sag mal, die Truma Kombi mit dem kleinen Bedienfeld, die hat nämlich zwei kleine Rädchen, wenn du mir das mal kurz erklärst. Genau, man hat einmal jetzt zum Beispiel nach oben 40 Grad Wasser und 60 Grad Wasser. Hier unten wäre dann die Heizung bzw. der Winterbetrieb mit Heizung und Warmwasser. Und dann kann man hier an dem Drehregler noch die Intensität einstellen. Genau, das ist auch gut so. Da ist jetzt keine Temperatureinstellung. Das kriegt man mal raus mit der Zeit, oder?
Genau, ja, also man kriegt es raus, man kann sich ja auch ein Thermometer hier sage ich mal, installieren, um das ein bisschen dann auf seine Wohlfühltemperatur einzustellen. Oder man könnte halt eben auch noch das digitale Bedienelement nachrüsten. Großes Thema ist ja Face-to-Face. Das hier ist Face-to-Face, genau, fragen alle nach. Das ist jetzt die Neuheit hier bei dem Fahrzeug eigentlich. Weil du musst das mal erklären, Face-to-Face. Genau, wenn du dich mal gerade hinsetzt, dann zeige ich mal gerade, was genau. Nämlich die anderen nicht so haben. Also ist Lounge-Grundsitz, Lounge-Grundriss. Und so kann man jetzt hier gemütlich sitzen. Wenn man die Sitze noch eben hier, dann sieht man das noch ein bisschen besser. Und dann kann man sich gemütlich hier in allen Positionen hinsetzen und sitzt ordentlich am Tisch. Es ist ja oft so, dass diese Fahrzeuge gerne auch mit zwei Leuten besetzt werden, also gar nicht zu viert oder so. Man ist dann hier unterwegs und dann hat man so dieses Face-to-Face, dass man sich gegenüber sitzt, glaube ich, ganz gerne. Und das bieten ja die anderen Grundsitze oder ich sag mal überhaupt diese praktisch Offenheit hier in dem Raum. Ich bin jetzt hier drin und habe einen riesen Raum hier drin. Genau, das wirkt einfach offener hier. Ich sag mal, wenn man mit zwei Personen fährt, braucht man ja auch nicht die Guchtplätze unbedingt. Wenn man immer mit vier Personen fährt, sollte man sich halt überlegen, ob lieber L-Sitzgruppe, weil hier muss man dann dementsprechend umbauen, um mit vier Personen reisen zu können. Ja, das ist, ich sag mal, wenn man ab und zu mal vier Personen mitnimmt, geht's. Drei Personen ist gar kein Problem. Ansonsten habe ich nämlich hier eine richtige, ich sag mal, Couch und das Ganze mal zwei. Wie man das so kennt vom Wohnwagen damals, da gab es da so die Rundsitzgruppen mit drin. Und ich habe ein ganz anderes Wohngefühl, weil ich muss gar nichts umbauen. Ich klappe nur diesen Tisch, wenn du das noch einmal kurz machst. Genau, einfach hier den Tisch umklappen. Der hat unten übrigens nochmal eine Verlängerung mit drin. Das heißt, ich kann den wahrscheinlich etwas stabiler machen, wenn er umgeklappt ist, oder brauche ich das nicht bei dem? Ja, man kann den noch verschieben tatsächlich auch, wenn man hier, wie gesagt, ich war selber noch nicht hier in dem Fahrzeug drin. Genau, hier kann ich jetzt noch hin und her schieben. In die Richtung geht es auch. Also ist man hier echt noch flexibel, ne? So kann dann wirklich jeder hier ordentlich am Tisch sitzen. Sehr schön. So, jeder hat Platz. Hier vorne habe ich so Kleinigkeiten wie USB habe ich mit drin. Und, ja, wenn man sich jetzt fragt, da ist ja jetzt hier so ein Gurt mit drin, ja. Wie funktioniert das mit den Sitzen? Das ist schon ziemlich genial gelöst. Wenn du mir das mal kurz zeigst mit den Sitzen, weißt du schon? Wie gesagt, ich war selber noch gar nicht hier in dem Fahrzeug drin. Aber so, du darfst mal üben. Wir machen das jetzt einfach mal spontan. Ja, denn das mal an hier. Ich kann dir auch Tipps geben, wenn du möchtest. Ich habe nämlich auf der Messe habe ich so ähnliche Grundrisse gesehen. Ja, also man muss jetzt hier den Disk rausholen. Genau, das rausholen. Ach, das mag ich an dir, Marco. Mach mal eben. Mach mal eben. Ja, das kennen wir ja. Das ist in der Tagesgeschäft. Mach mal eben. Ja, den müssen wir jetzt hier rumklappen wahrscheinlich. Genau. Genau, und dann kommt jetzt hier der Sitz rein, der ist im Kofferraum. So, und das Gurtschloss ist wahrscheinlich da drin. Das Gurtschloss ist am Sitz. Ist am Sitz, okay. Spannend. Ah, jetzt kommt der Sitz dazu. Die anderen hatten ja die Sitze unten drin liegen. Jetzt mal gucken, was der Marco macht. Er holt nämlich was aus dem Heck raus. Das ist der Sitz, genau. Das ist in dem Fall tatsächlich nicht am Sitz. Das ist ein bisschen andere Version. Aber so macht man jetzt hier den Sitz schon mal rein. Muss den hier noch avitieren. Ja. Die ist wirklich ganz anders wie alle, die ich gesehen habe. Das heißt, die Sitze liegen dabei, die Sitzflächen, da wird dann anschließend das Polster montiert. Und das zweite Polster ist wahrscheinlich das, was hier dort ist oder umgekehrt. Genau, richtig. Genau. Das hier ist noch ein bisschen kürzer. Du hast den Test bestanden. Okay, das heißt, da ist denn der Sitz drin, der ist mit Alcantara überzogen, der ist auch gemütlich. Dann mache ich hier die Beine drunter und habe dann anschließend einen Gurtplatz. Ich nehme an, das Gurtschloss liegt da drin. Wenn wir da mal kurz aufmachen, sagen wir so lieb. Wir schauen mal einmal kurz rein. Die Leute das Gurtschloss vermissen. Da liegt's. Genau. Da ist eins. So weit weg konnte es ja auch nicht sein. Super.
So, da gibt es natürlich noch eine Rückenlehne zu. Das ist eins von den Polstern, die einfach nur dabei gedrückt werden. Ja, toll. Das heißt, da war noch mehr dabei, oder? Im Baukasten. Bitte? Ich sagte, im Baukasten war noch mehr dabei. Das könnte eins sein. Sieht mir eher nach Bett aus. Aber hier das sieht nach Bett aus. Ja, ja. Ist aber der Klettverschluss. Das wird dann hier vielleicht quer, hochkant. Nee, hier so. Das geht schon rein, aber das ist... So. Ja, ein bisschen noch in Folie. Cool. So, also, wenn du mal so lieb bist, das nochmal kurz zurückbaust. Dass wir das noch einmal zeigen. Ich weiß, ich quäl dich gerade. Es hat nämlich einen gewissen Grund. Denn dieses Face-to-Face, das hörst du im Moment die ganze Zeit. Leute kommen rein und fragen nach Face-to-Face, oder? Sitzgruppen. Ja, genau. Das ist jetzt im Prinzip ein neuer Grundriss, der dann auch sehr beliebt ist. Die waren schon bei den Herstellern wie Detlefs und so weiter beliebt. Und jetzt gibt es sie halt eben auch in diesem Segment hier. Dementsprechend warten die Leute kurz. Quasi schon da drauf. Umklappen wahrscheinlich das große Polster nochmal hinten. Ja, wie rum war es jetzt? Der Vorteil ist auch, dass wir jetzt für sämtliche Händler, die das sehen, schon mal die Anleitung gemacht haben. Wie man es nicht macht. Ist nicht schlimm. Das macht nichts. Ja, genau so. So. Ist aber so, wenn ich das zweite Mal geübt habe, da weiß ich, wie es geht, oder? Genau. Wie gesagt, ich habe es einfach noch nie gemacht. Sehr schön. Wenn man ein bisschen technisch begabt ist, sage ich mal, dann kriegt das jeder. Okay, also Face-to-Face insgesamt 4 Sitzplätze. Der ist immer eingetragen mit 4, nehme ich an, oder? Dann in dem Fall. Genau, richtig. Es sei denn, man würde da mit dem Gewicht Probleme geben, dann kann es auch sein, dass es nur ein 3-Sitz ist. Das geht nämlich, wenn du mir kurz mal den Zusammenhang zwischen Gewicht und Anzahl der eingetragenen Sitzplätze erklärst. Also ich sag mal so, man muss natürlich bei der Gewichtsangabe ist immer der Fahrer schon mit drin und man muss natürlich genug Reserven haben, um da auch, sag mal, wenn man halt eben zu Fuß fahren möchte, die Personen auch noch mit unterzukriegen. In den meisten Fällen ist halt einfach so, dass man mit 4-5 Personen entweder auf sehr viel Ausstattung verzichten muss oder halt eben auf 4,2 Tonnen oder 3,65. Okay, das heißt also, bei jedem Sitzplatz, den ich mit reinrechne, wird automatisch das Gewicht eines potenziellen Fahrgastes mit draufgerechnet. Das heißt, dann kann ich nicht mehr so viel reinpacken an Zubehör, wenn ich auf 3,5 Tonnen bleiben will. Genau, also wenn man jetzt als Beispiel, man nimmt jetzt die übliche, also was heißt übliche, man nimmt Markise, Fernseher, vielleicht noch die zweite Aufbaubatterie, die halt, wenn sie nicht, wenn es keine Lithium ist, wenn es die normalen AGM sind, wiegt die halt eben auch nochmal was. Eine Klimaanlage eventuell. Und wenn man dann mit 4 oder 5 Personen fahren will, da muss man einfach ehrlich sein, das geht nicht. Das geht nicht, ansonsten auflasten. Es gibt das hier, ich nehme an, in verschiedenen Gewichtsklassen, oder? Das Fahrzeug. Genau, jetzt gibt es den hier als 3,5 Tonnen oder 3,65. Wenn man noch mehr auflasten möchte, gibt es halt eben auch bei den, sage ich mal, gängigen Partnern wie Goldschmidt Optionen, um das dann halt eben auch noch zu realisieren. Okay, super, ja, da ist es, das Neuengang-Getriebe. Nicht ganz billig, aber ich glaube, der Wiederverkauf, der wird es danken später. Also die werden unglaublich gesucht werden. Ja, ist auf jeden Fall so. Das, manchmal, das ist natürlich wieder mehr Varianz. Manchmal hat man da Kunden, die es halt eben genau aus dem Grund dann nicht kaufen, wenn es nicht drin ist. Das ist ja die entsprechende Klimaanlage, die ist mit drin. Ihr bestellt die immer mit Klimaanlage. Das gibt es, glaube ich, gar nicht ohne. Die Fahrhausklimaanlage, oder gibt es das auf Wunsch? Gibt es tatsächlich auch ohne. Das ist aber das Basispaket. Wenn man das nicht wählt, dann hätte man auch keinen Beifahrer-Airbag. Also ist das eigentlich so eine Option, die jeder wählt. Die jeder wählt. So, Küche, Möbelbau, wenn du mal so ein nettes Mal so einen Schrank aufmachst. Ja. Kannst du den mal kurz zeigen? Da ist jetzt noch ein Zubehör drin. Genau. Der ist nagelneu, knatschneu. Genau. Zieht selbst ein. Es klappert nichts. Okay, das sind auch diese Schränke, wenn die zugezogen werden, die ziehen sich selbst so ein bisschen bei, gell? Genau, richtig, ja. Hier hat man dann noch richtig viel Platz. Da unten ist auch der Frostwächter. Das heißt, ab 4 Grad, was geht der auf? Oder 3? Ja, ich sag so 4 bis 7, sowas geht der schon auf.
um halt eben einfach den Boiler zu schützen von der Heizung. Damit der nicht geknackt wird. Ja, ganz neu sieht man überall diese Schienensysteme, die jetzt hier drin sind. Die haben sich durchgesetzt. Das heißt, hier kann ich also wirklich alles einhängen, sogar einen Gewürzhalter mit allem drum und dran. Ein ganz tolles Detail und du zeigst es gerade schon. Ich habe einen Kocher mit drin, da kriege ich 2 große Töpfe Minimum drauf. Genau, richtig. Und jetzt auch wieder eine etwas neuere Version mit Piezo-Zündung schon. Also ich brauche keinen Streichholz mehr dafür. Eine ganz große Spüle ist mit drin, ordentlicher Wasserhahn, eine tolle indirekte Beleuchtung. Ich glaube, das macht auch viel aus, dass man das einfach zuschalten kann abends und es leuchtet schön. Guck mal hier auf der Kamera, wie schön das aussieht. Ja, tatsächlich. sieht so ein bisschen aus wie Heimkino. Ja, aber das haben sie jetzt seit 2020, dass sie hier auch noch so einen, sage ich mal, so einen kleinen Schutz in der Küche haben. Wie beim Flugzeug so ein bisschen. Genau. Das sieht aus wie ein Cockpit. Das ist cool. Ja, Frischwasser, was ist hier drin? 100 Liter? Genau, ist eigentlich wie bei allen Sunlight 100 Liter. Ja. Ganz toll sind die Riesen. Ich zeige mal gerade so Kleinigkeiten. Ich habe direkt mal 3 Scharniere drauf. Da klappert auch nichts, hast du zu mir gesagt. Denn hier vorne, die haben schon ab Werk die ganzen Puffer mit eingebaut. Das heißt, wenn du das zumachst, auch da muss man ein ganz kleines bisschen randrücken. Oder wie funktioniert das? Ne, das geht einfach mit Softclose eigentlich automatisch zu. Ich hole jetzt mal hier die Sachen weg, damit es auch wirklich zugeht. Aber in das war's? Regel, genau, einfach so zuwerfen. Klack. Echt? Und das funktioniert nach einem Jahr noch? Oder? Das funktioniert nach einem Jahr definitiv noch. Wie gesagt, hier ist Sunlight. Ich sag mal, sie bauen die Fahrzeuge mit wenig Varianz. Dadurch können sie einen super Preis bieten. Nichtsdestotrotz ist hier, wie eben schon erwähnt, die bewährte Technik drin. Schaut mit Überspannung, Schutz, sage ich mal, die normalen Tedford-Kühlschränke, Truma 6 Heizung. Und die Griffe hier, die werden schon seit etlichen Baureihen verbaut. Und dann nimmt man einfach altbewährtes. Das Schlimmste ist, gut, es gibt ja kein Wohnmobil, was gar nicht klappert, spätestens wenn das Geschirr mal drin ist, ja. Aber wichtig ist, es gibt auch welche, die sind ultra laut, klappern wie verrückt. Der Möbelbau, gut, jetzt ist es so, wie ist das hier? Das ist gut bei Sunlight, oder? Das ist auf jeden Fall gut. Ich sag mal, günstig ist halt aus dem Grund, weil es halt einfach nicht so aufwendig ist. Mhm. Natürlich klappert es hier auch, vor allen Dingen, wenn man es eingeräumt hat, mal an Ecken und Enden. Aber da ist man natürlich auch irgendwo selbst gefragt, da auch dahinter zu bleiben, wenn sich mal ein Schräubchen löst. Ich denke, jeder Reisemobilist wird einen Schraubendreher bedienen können. Das ist so, ja. Denn es kann mal passieren. Ansonsten gibt es ja auch die Kontrollen. Da kann ich sagen, hier, das quietscht, aber es nervt mich, wenn mal das passieren sollte. Oft sind es aber Kleinigkeiten. Also, dass jetzt hier das ganze Reisemobil auf einmal stehen bleibt, Motorausfall, dass diese Nutzfahrzeuge, ich glaube, das meistgebaute Nutzfahrzeug Europas, oder? Der Ducato. Ja, auf jeden Fall. Dann ist man ja auch, jetzt mal als Beispiel, ist eine Frontscheibe. Da ist ja egal, wo man in Europa steht. So eine Frontscheibe hat man wahrscheinlich in 2 Tagen spätestens wieder ab Lager da und kann die verbauen. Ja, das erzählt der große Kühlschrank, Tedford, Qualität eingebaut. Einer der Marktführer in dem Bereich. Und hier habe ich einmal, ja, praktisch wie zu Hause. Ich habe richtig viel Platz. Ist das, ich habe das Gefühl, dass die gut kühlen mittlerweile, auch als Absorberversion, oder ist das hier ein Kompressor? Ne, hier ist auch Absorber verbaut. Ich sag mal so, manche würden sich vielleicht wünschen, einen Kompressor als Option wünschen zu können, wählen zu können. Aber das gibt es halt einfach in dem Segment nicht. Die kühlen, sage ich mal, bis zu einer gewissen Grenze. Und wenn es draußen 45 Grad sind und auch noch die Sonne eventuell von außen hier auf die Gitter drauf scheint, dann steigen die irgendwann aus. Aber auch hier gibt es Optimierungspotenzial. Einmal Fahrzeug immer schön gerade stellen, dann frühzeitig Kühlschrank einschalten, nicht mit zu viel beladen. Also mal kurz oben mal aufmachst. Ja. Jetzt sagen wir mal gerade, sorry, ich habe mich unterbrochen. Das Fahrzeug nicht zu viel beladen? Genau, nee, nicht Fahrzeug, der Kühlschrank habe ich gemeint. Kühlschrank beladen. Oder halt kühle Sachen schon mal reinmachen. Ich muss aber sagen, ich habe ja auch einen Absorber und es waren jetzt 35, 40 Grad. Gut, ich habe eine Klimaanlage drin. Also das macht auch noch mal ein bisschen was. Genau, also wie gesagt, wenn das Auto jetzt in der prallen Sonne steht, gerade hier noch mit dem mit den Gittern vom Kühlschrank, da muss ja irgendwie eine Hinterlüftung passieren. Ja. Wenn die Luft steht, dann passiert das einfach nicht mehr. Ne? Und da gibt es aber auch, sage ich mal, Optimierungspotenzial. Da kann man noch ein paar Lüfter einbauen, dann geht es nochmal für ein paar Grad Wärme auch noch. Super. Ja, mach mal zu.
Jetzt kommt's. Also ich denke, was wirklich phänomenal ist, ist dieser Bettbereich. Denn ganz viele Frauen und Männer wünschen sich, dass sie einfach an der Seite mal einsteigen können, ohne über irgendjemand drüber steigen zu müssen. Und du hast schon mal die Schuhe ausgezogen, Marco, geh mal vor. Dann zeigen wir das mal gerade, denn das Einsteigen ist extremst bequem. Man muss nicht übereinander klettern. Genau, das ist jetzt im Prinzip noch die Fahrposition. Hier kann man dann noch draufziehen. Das ist der Löffel da hinten noch. Genau, hier hat man die komplette Länge. Und dann kann man hier an der Seite einfach, sag ich mal, schön einsteigen. Hier hat man noch ein kleines Podest. Also ich zeig mal gerade das Podest, dass man das sieht. Das heißt, ich habe eine kleine Treppe mit drin. Genau, und dadurch kann ich... Ein Fach drin. Okay, hier ist der Wassertank. Ja. Das ist der Wassertank, den kann ich reinigen. Genau, und dann hat jeder hier seinen Kleiderschrank. Also ein nettes Detail ist, die haben so einen Abwasserschlauch oben drumherum gemacht. Also der ist natürlich neu. Aber dadurch, es klappert nichts mehr. Das habe ich schon öfter jetzt gesehen. Hast du schon gesehen? Genau, sonst würde halt eben auch der Kleiderbügel auf der Stange quietschen, wenn der sich bewegt. Und deswegen, aber ist eine nette Idee, ja, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Und habe ich jetzt überall drin gesehen. Da fragen aber dann tatsächlich auch immer mal Kunden, ist das tatsächlich dazu da, um was hinzuhängen, weil es halt eben nicht so aussieht. Aussieht wie Wasser. Noch. Ja. Ist aber so. Wenn du dich mal gerade hinlegst, mir mal gerade sagst, ja, wie lang du bist heute. Ich bin halt 1,75. 1,75. Ja. So, jetzt schläft ja keiner. Warte, ich zeig's mal gerade. Vielen Dank. Es schläft ja niemand, schläft ja komplett ausgestreckt. Also das habe ich mal selten, wenn ich es ausprobieren will. Wenn ich jetzt mal hier so seitlich hinlege, also, dann ist noch genug Platz da. Also selbst große Menschen haben Platz. Jetzt muss man allerdings sagen, solche Fahrzeuge sind ja dazu da, dass man auch hier bei euch vorbei mal schaut, mal Probe liegt, sich das Ganze anguckt. So ein Queensbett ist natürlich schon genial. Das heißt also, ich habe unglaublich viel Platz, habe zwei Kleiderschränke mit drin, wo ich Sachen reinhängen kann, habe einen ganz tollen Einstieg, das ist auch das, was viele wollen, und ich habe eine sehr hohe Raumhöhe, das heißt, ich bin nicht so eingeschränkt. Ich habe eine Stehhöhe quasi wie im normalen Fahrzeug, auch im hinteren Bereich, und muss nicht irgendwie hochklettern. Das ist also gerade Leute, die nicht mehr so ganz so gut zu Fuß sind, die haben so ein Queensbett auch ganz gut, oder? Genau, wie gesagt, man kommt hier wirklich einfach an der Seite hoch. Und sofern man jetzt nicht, sage ich mal, über 2 Meter groß ist, ist das hier echt super. Ja. Was ist da drin unten in dem? Ja, das ist tatsächlich ein Fach. Da ist ein Fach drin. Genau. Und nicht aufbereitet, wie gesagt, überall noch ein paar. Nee, Kulisch. Ist nagelneu. Gerade eben. Genau. Und da an der Tür? Genau, hier ist noch ein Schrank. Genau, ja. Da ist noch das andere Polster drin. Da sieht man noch ein Stück von dem Wassertank. Okay. Und das war drin. Ja, wunderbar. Und natürlich, es darf nicht fehlen, ich habe hier ein Raumbad. Das wird erzeugt, indem ich die Klotür einfach schließe. Und du das mal gerade machst. Und dann habe ich meine Ruhe im Bad. Bitte nochmal aufmachen. So, das wäre die Möglichkeit Nummer 1. Und du hast sogar noch eine zweite Tür. Genau, das ist auch bei dem hier ganz neu. Jetzt muss ich selber mal gucken. Ja. So, jetzt kann ich hier zumachen und so könnte einer auch mal auf Toilette gehen, während der andere schläft. Und die Vereinzelung ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich habe eine Einzeldusche mit drin, das heißt, ich muss mir nicht das Bad teilen, wie bei vielen, oder die Dusche teilen dann noch mit der Waschgelegenheit, sondern ich habe wirklich eine abgeschlossene Dusche mit drin. Hier kann ich natürlich auch so leichte Sachen reinmachen und, was nicht fehlen darf, natürlich der Handtuchhalter bzw. der Trockner für die Sachen, die ich reinhängen kann, zum Beispiel wenn ich Ski mache, indem du mal kurz runterziehst. Genau, ist ja einfach ein ganz einfaches Bauteil, aber es tut seinen Zweck. Effektiv, oder? Genau. So, ich komme jetzt mal zu dir rein. Dann drehe ich mal gerade. Ich zeige mal gerade hier hinten das Heck, dass man das nochmal sieht. Also hier habe ich so ein bisschen einen Look wie im Hotel. Also das, ich glaube, die Leute wollen das auch. Die wollen es einfach gemütlich haben, oder? Ja, natürlich. Es zählt halt eben einfach auch der Wohlfühlfaktor. Ne? Wenn man in ein Fahrzeug reingeht und man fühlt sich wohl, dann haben wir alles richtig gemacht, ne? Wenn der Kunde sich wohlfühlt. Ja, es riecht nach Möbelbau, also es riecht gar nicht nach Chemie oder irgendwas, sondern nach Holzmöbeln, nach wie eine neue Wohnung riecht sie drin. So ist es, also nur vom Geruch, ja. Das kann man leider im Fernsehen nicht darstellen. Genau, und sag ich mal ganz leicht, nur, man kann jetzt nicht sagen, dass es hier viel drin riecht, und der hat vor ein paar Tagen noch im Werk gestanden. Echt? Der ist quasi knatschneu. Der ist frisch vom Band, ja. So, da ist das Klo, die Kassettentoilette. Da gibt es auch eine Lösung. Ihr habt eine Lösung für die Kassettentoilette ohne Chemie. Soll Bio, habe ich gesehen bei euch am Eingang. So, und das gibt es auch. Ansonsten kommt da Chemie rein. Das heißt, ich mache meine Chemie rein laut Anleitung. Und darunter ist eine Kassette.
Genau, richtig. Und hier ist immer einmal von der Chemietoilette auch Flüssigkeit schon dabei. Wir geben dem Kunden dann ganz gern einfach auch mal von diesem Solvio, von dem biologischen dabei. Dann kann er testen, kann rausfinden, was für sich das Beste. Und wir sind immer ganz froh, wenn es dann halt eben auch ein bisschen ökologischer wird. Solbio, da haben wir ein eigenes Video drüber gemacht, jetzt am Wochenende, denn das Ganze funktioniert ohne Chemie. Es ist ein Booster, wo sie, ich sag mal, die festen Fäkalien und die nicht festen Fäkalien werden fermentiert und da anschließend kann man es auf den Kompost schütten. Ich bitte euch, das Video mal zu gucken, weil das ist eine tolle Sache, weil die Chemie, die blaue Chemie tötet natürlich alles und die muss extra entsorgt werden. Das ist schon natürlich so eine Sache, man darf die nicht einfach in den Wald kippen. Genau, und das ist gewässerschädigend, deswegen muss man das immer, ich sag mal, man wird das mit dem Solvio natürlich auch an der Station abgeben, aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach nicht gewässerschädigend. Ich habe es auch mal ausprobiert, diesen Sommer im Urlaub. Ich war am Gardasee und am Letrosee mit einem Kastenwagen. Hat funktioniert? Hat super funktioniert, auch weil es halt eben, sage ich mal, relativ dünnflüssig ist. Kann man halt eben auch mal noch für andere Sachen benutzen, zum Beispiel den Ausguss, einfach mal einen Schluck rein und schon riechst du auch wieder frisch nach Pfefferminz raus. Riechst du Eukalyptus. Nach Pfefferminz? Ja, Eukalyptus, genau. Ja, ich habe ja mit dem Chef ein Video gemacht. So, hier vorne habe ich dann noch einen großen Spiegel mit drin, da kann ich mich fertig machen, nochmal zwei Aufhängedinger. Ja, prima, wir sind durch. Dann gehen wir mal raus, mach die Abmoderation. Du kennst das ja schon von meinen Videos, die Leute wollen ja wissen, Wohnmobile sind ja nicht ganz billig, aber sie haben den Vorteil, sie haben einen riesigen Werterhalt. Das heißt also, selbst Fahrzeuge, die 20 Jahre alt sind, erreichen noch Höchstpreise. Da wundert man sich manchmal. 58.990 Euro. Wie viele Leute sind denn hier, die direkt das Geld da haben? Oder finanzieren viele? Ja, ich sag mal so, das ist durchwachsen. Einige haben ja auch ein Auto, was sie noch in Zahlung geben und müssen dann vielleicht noch eine Kleinigkeit finanzieren. Das geht auch bei euch? Natürlich. Autos in Zahlung geben? Genau, wir nehmen auch Autos in Zahlung. Autos oder Wohnmobile? Alles? Ja, ich sag mal, auch wenn es noch verkaufbar ist, auch gerne ein Auto. Das ist immer ein bisschen Auslegungssache. Wir sind natürlich nicht böse, wenn der Kunde sich das privat verkauft und noch ein bisschen mehr erzielt. Genau, zumal als Händler, ihr habt ja noch ein Jahr Gewährleistung drauf, müsst es dann noch geben und so weiter. Oder halt im Kundenauftrag verkaufen. Hier steht da, T69LC, noch vor wenigen Stunden im Werk und jetzt schon auf der Bühne in Wittlich bei Trendfahrzeuge. Und ja, vielen Dank, Marco. Öffnungszeiten, wenn ich hier mal vorbeikommen möchte, wie sind die? Wir sind immer von 9 bis 18 Uhr hier und samstags von 9 bis 13 Uhr. Ja, Leute kommen aus ganz Deutschland zu euch. Wenn ich das Fahrzeug jetzt sehe, will die bei euch kaufen. Ihr habt ja jetzt einige vorrätig, einige wenige muss man sagen. Corona hat auch euch ein bisschen ausgedünnt. Die Nachfrage ist enorm. Kann ich die von weit bestellen, sehe das und sage, ich will es haben? Wie funktioniert das dann, die Abwicklung? Natürlich kann man auch von überall her bei uns Fahrzeuge bestellen. Dann schicken wir einfach ein Bestellformular raus. Der Kunde kann das Fahrzeug bestellen, dazu braucht man nur einen Personalausweis. Bezahlung ist dann erst, wenn das Fahrzeug da ist. Wir schicken die Papiere raus, dann kann man das Fahrzeug ganz entspannt abholen, wenn es angemeldet ist. Anzahlung? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das heißt, ihr habt da Vertrauen. Ja gut, im Moment, Fahrzeuge, die nicht abgeholt werden, da seid ihr ganz froh drum, denn die Kunden stehen wirklich im Moment Schlange, oder? Genau, im Prinzip wäre es dann so, ne, wenn jemand ein Fahrzeug nicht abnimmt, hätte man jetzt schnell wieder einen neuen gefunden. Aber es kommt nicht vor, oder? Nee, also wir wollen ja auch, wenn dafür haben wir auch eine Vermietung. Ne? Die Kunden sollen, wenn sie ein Fahrzeug kaufen, auch wirklich das kaufen, was zu ihnen passt. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Marco. Und ja, ist da T69LC, Modelljahr 2021. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.